Guten Morgen. Kennst du auch diese Gespräche? Oh, ich habe so viel zu tun und ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Mein Kalender ist total voll und ich muss dies machen und jenes machen. Und dein Gesprächspartner sagte dann, ja, mir geht es genauso, man hat kaum Zeit für sich und so weiter und so fort. Beide wollen irgendwie eine Lösung. Die wollen aus diesem Dilemma raus. Irgendwie ständig so vollgeladen zu sein mit all den Sachen, die sie zu machen haben. Und die Lösung ist wirklich so nah. Willst du die Lösung? Sie ist ganz einfach. Also, die Lösung ist, nicht reden, sondern machen. Und dazu fällt mir mein Telefonat mit meiner Mutter ein von letztem Samstag. Ohne es abzusprechen, hatten wir nämlich beide unseren Frühjahrsputzfimmel gehabt und meine Mutter fing an mit ihrem Frühjahrsputz und ich auch. Dazu muss ich sagen, dass meine Mutter über 70 ist, ihr Haus doppelt so groß ist wie meins, sie ihr ganzes Leben lang Beruf und Familie in Harmonie bringen musste, mit meiner Großmutter zusammen einen 3-Generationen-Haushalt führte, einen Schneidereibetrieb im Haus hatte und nicht nur ein Kind hatte, sondern 2. Naja, heute besteht ihr Haushalt nur noch aus 3 Personen, aber sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Und gestern rief sie an, und wir tauschten die allerneuesten Neuigkeiten aus und stellten fest, dass wir beide unseren Frühjahrsputz gemacht haben. Und überraschenderweise musste ich feststellen, dass meine Mutter auf der einen Seite natürlich hervorragend delegieren kann, aber auf der anderen Seite am Samstagnachmittag ihre Arbeit geschafft hatte und ich nach ein bisschen hier und ein bisschen da und 3 Kaffeepausen und nochmal mit der Freundin telefoniert, einiges gemacht bekommen habe, aber zum Beispiel nicht die Fenster. Also ich wurde mit meiner Arbeit nicht fertig. Und ich sagte zu meiner Mutter, weißt du, es ist schon sehr erstaunlich, wie du in deinem Alter noch so viel Power hast, um diese ganze Hausarbeit zu machen, diesen ganzen Haushalt zu führen. Und so wie Mütter eben sind, kam sie natürlich auch mit ihrem heißen Tipp, wie ich auch für mich dieses Thema ein für alle Mal ad acta legen kann. Und sie sagte mir, nicht reden, sondern machen. Fang an, bleib dran und dann wirst du auch zeitig fertig. Tja, das ist aber leichter gesagt als getan, speziell dann, wenn man diese Aufgaben, ja, nicht unbedingt mag oder glaubt, für etwas Größeres berufen zu sein, als Staub zu wischen und Fenster zu putzen. Und da fiel mir eine weitere Lösung ein von einer Hauswirtschaftsgruppe aus den USA, die man auch im Internet finden kann. Und diese Gruppe heißt Fly Ladies. Und was empfehlen diese Fly Ladies, wenn es darum geht, wichtige Arbeiten zu übernehmen, die tagtäglich anfallen, zum Beispiel den eigenen Haushalt auf Vordermann zu halten? Und die Tipps sind ganz einfach. Action! Nimm dir vor, für die nächsten 10, 15 Minuten machst du nichts anderes, als dein Wohnzimmer aufräumen und das so schnell du kannst. Der Vorteil, man gerät gar nicht in diese Blockaden, weil man durch diese Aktion so eine Geschwindigkeit bekommt, dass man gar nicht darüber nachdenkt, vielleicht sich durch was anderes abzulenken. Zum Beispiel jetzt doch erstmal den Kaffee zu kochen. Oder nochmal E-Mails zu checken oder in Facebook zu gucken, wer irgendwas gepostet hat, sondern du gehst sofort umgehend an diese Aufgaben ran
Und das kannst du mit allen anderen Aufgaben auch machen. Egal, ob das jetzt dein Haushalt ist oder ob das Papierkram ist. Erhöhe die Geschwindigkeit. Bei der Hausarbeit ist es recht einfach, weil man erhöht dadurch nicht unbedingt die Fehlerquote, wenn man etwas schnell macht, weil sauber machen ist sichtbar. Beim Papierkram ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man schnell einen Brief schreibt, weil man dann vielleicht ein paar Fehler reinhaut. Aber vom Ansatz her ist es für alle anderen Aufgaben gleichgültig. Und ja, so machen das die Frauen, die irgendwie alles gebacken kriegen. Bei denen ist immer Ordnung, die haben sonntags immer Kuchen gebacken, die haben gleichzeitig immer noch Zeit, sich mit ihren Freundinnen zu treffen und trotzdem ist die Wäsche gewaschen und gebügelt und ordentlich im Schrank. Sie erziehen ihre Kinder, helfen ihnen bei den Hausaufgaben, fahren sie noch zu ihren Freizeitaktivitäten. Und manchmal wundere ich mich, haben die einen Zauberstab? Und mit diesem Zauberstab verlängern die ihren Tag von 24 Stunden auf 48 Stunden? Nee, die haben keinen Zauberstab. Die haben Disziplin. Also in diesem Sinne, nicht reden, sondern machen. Und ich halte jetzt die Klappe und gehe an meine eigene Arbeit. Tschüss!